Ja, das will er aber nicht sehen. Ja, gut. So, liebe Muscle-Channel-Freunde, YouTube-Fans, Abonnenten und Klicker, Liker, Screenshotter. Heute bin ich hier an der Beinpresse dran. Wir machen heute Leg Day. Ja? Leg Day heißt Beine ballern im heutzutage Facebook-YouTube-Jargon. Und da fange ich meistens an mit Beinpresse. Ich will euch mal heute zeigen, so wie ich das so handhabe, welche Stellung, Fußstellung ich so mache, wie ich Übungsauswahl so meistens so mache. Meistens, wie gesagt, fange ich beim Beinpressen an. Mit 20 Kilo hier. 20 Kilo, also 20 Kilo hier. Zwei Scheiben pro Seite, fangen wir leicht an. Machen uns ein bisschen warm. Dann setze ich mich halt schön rein hier. Ja. Ich finde das immer ganz wichtig. Wir machen hier den Massepimmel mehr zur Seite, dass man den nicht einklemmt. Wenn es nicht einklemmt, den brauchen wir noch. Für ein paar schöne Prioritäten. So, dann mache ich immer meine Fußstellung ziemlich geradezu. Weiß ich, so 25 cm auseinander die Füße. Und dann drücke ich das dann raus. Und ja, dann geht das mehr auf den hier, auf den Muskel hier, auf diesen. Was ist das Trainer hier? Der ist der Vastus Medialis. Genau. Der Vastus Medialis, der vordere hier. Und dann an der Seite geht das schön. Wenn man halt so ein bisschen enger fest. Eng finde ich nämlich immer gut. Eng ist gut. Ist immer gut. Ja, und dann macht man halt hier schön so runter. So. Und dann halt den. Ja. So, halt. So, wenn ich jetzt ein bisschen breiter passen würde, für die Leute, die jetzt Innenschenkel nicht so massiv haben und welchen aufbauen wollen, muss man ein bisschen breiter fassen. Desto mehr geht es mit den Adduktoren im Innenbereich. Aber den brauche ich nicht, will ich nicht. Ist nicht schön auf der Bühne. Wir brauchen nur den vorderen und an der seitlichen. Ja, und deswegen machen wir das so. So, das war es erstmal mit der Qualitätslehrstunde. Ne? Und einmal Kamera aus. So, jetzt haben wir hier 6 Scheiben drauf. Wir steigern immer mit 2 Scheiben pro Seite. So, wie gesagt, wichtig, den Penis hier beiseite. Hier wichtig, dass er nicht sich einklemmt. Und dann können wir hier positionieren und starten richtig. So. Oh, das ist aber schon schwer, die Scheiße hier. Schwere Scheiße. Schwere Scheiße. Was schwer muss es sein? Und dann bringt es uns. So, positionieren wir meine Beine richtig. Und dann geht's los hier. So, das war noch warm machen. Ich steige noch mal mehr Masse, mehr Gewichte. Oh, schon vorher mal einen Schluck trinken, ob Kräfte zu Kräften sind. So, jetzt hilfst du schon. Jetzt helf mir hier. So macht man das hier. Ghetto-Faust. Oh yeah. Und dann geht es los hier. So, jetzt haben wir 7 Scheiben. 7 mal 7 ist? 49. 49 Kilo sind das hier. Genau. 49 Kilo haben wir drauf. Und dann machen wir los. So. So, meine. So, wieder alles schön positionieren. Und jetzt los hier. Was? Ist das schwer. Schwer, aber gut, come on. Beiseite, warm auf jetzt. Lock up. Los, komm, Steve. Komm. Oh, der geht's. Komm. Schub! Und weiter geht's! Komm! Das ist keine Aerobik, das war Bodybuilding! Komm! Und weiter geht's! Oh, gut, das reicht erstmal. So, jetzt geht's zur nächsten Übung. Zweite Übung ist bei mir immer, oder meistens, Kniebeuge. Das darf mir nicht fehlen. Das ist die Königin aller Übungen, sagt man so. Ja, da fasst man hier an der Stange schön. Auch ein bisschen so schöne Masse-Latschen jetzt an. Ein bisschen so Arnold Schwarzenegger-Style. Und dann fässt man die Stange schön an mit 2 Händen. Ja? Links und rechts. Schön stabil festhalten. Dann macht man hier hoch den Kopf. Schön Spannung. Schön den Ruhekreuz. Arsch raus. Ja? Und dann drückt man die Stange raus. Ein paar Schritte zurück. Hat man extra so eine Vorlage hier bei uns. Und dann macht man ein bisschen mehr als schulterbreit die Beine.
jetzt auch ein bisschen leichter nach außen gebeugt. Ja. Und dann gehen wir langsam runter und schnell hoch. Masse! 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 Massiv! Leg Day! Masse! Masse! So, so sieht das aus. So sieht eine saubere, massive Masse-Kniebeuge aus. Wir steigern jetzt das Gewicht. Das war 80 Kilo. Wir gehen jetzt auf 380. Vorbildlich hier. Nennt mir sowas hier. Nimm mir so ein Mecker hier. So, auf geht's, 1, 2. Und so, komm. Was heißt das, ich kann ohne Brille oben nicht erkennen? Läuft das jetzt oder nicht? Das läuft, ja. Ich kann das ohne Brille nicht erkennen. Pass auf. Jetzt machen wir hier Frontkniebeuge. Frontkniebeuge gehen wir hier auf den unteren und seitlichen. Wie soll das, welche schöne, runde, massive Schenkel kriegen. Ja, so sieht's aus, so massive Schenkel. Das heißt, wir fassen hier so vorne so an, geht das so. Nimm den Scheiß so auf die Schulter. Zwischen Schulter und Brustbein, die Stange, bisschen am Hals so noch. Und dann rausheben. Und dann machen wir hier schöne Dinge. So. Da gehen wir nicht ganz so tief, weil es sehr auf die Knie geht. Und 90 Grad ungefähr. So sieht das aus. So, wir steigern. Mehr Gewicht, mehr Masse. Vier hilft viel. Das ist die letzte Übung. Beinstrecken.
Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Infos, die nutzen und helfen. www.deutsche-depressionshilfe.de. Depression ist bereit. Guck mal, Kameramann hier. Guck mal ein bisschen näher. Aus irgendeinem Grund habe ich hier irgendwie Dreck an die Hose gekriegt. Nicht, dass die Leute näher denken bei den ein oder anderen Übungen, dass ich mir in die Hose gepisst habe. Irgendwie ist hier Dreck am Pimmel. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Wie wahrscheinlich bei den Gewichten aufstapeln. Bei den Scheiben. Dass da irgendwie eine dreckige Scheibe gegen meinen Pimmel gekommen ist wahrscheinlich. Weil der immer ein bisschen absteht. Ja, und dann kommt der natürlich gegen. So wird das gewesen sein. Also nicht hier runter kommentieren, dass ich hier angepisst habe, ja. Wer das schreibt, den, wie heißt das, verbanne ich. Wie heißt das hier, sag mal schön. Bei YouTube. Blockieren. Blockiere ich dich, du. Hast du gehört? Sowas möchte ich nicht hören und nicht lesen. So, wir steigen gleich auf Schweres. Wir nehmen hier ein bisschen mehr. Und zwar alles. 15. Ja. Irgendwie 15. Das ist 15. Das mache ich gleich hinterher. Weil es so schön war. Und warm machst du das zum Einüben, so zum Reinstecken, ja, wenn man das so macht, langsam reinstecken und dann hart ballern. Auf geht's, so jetzt. Wie ihr sehen könntet, das Ding geht nicht ganz zurück hier. Ich muss so halb machen, geht nicht anders. Wahrscheinlich ist es kaputt oder was auch immer. Aber egal, Hauptsache wir ballern ein bisschen und machen einfach ein bisschen. Aber wir müssen halt hier ein bisschen gucken. Andere Beinstrecker ist hier nicht. Also müssen wir uns damit zufrieden geben, wie es immer so im Leben ist. Man muss das Beste draus machen, immer positiv denken. Und ja, ne? So ist es mal für so einen Bodybuilder. Immer schön das Beste draus machen. Sage ich euch nur als Tipp dafür zu Hause. Immer aus allem das Beste rausziehen. Ja, das Beste draus machen. Ne? Auch hier aus dem Handy. Genau, da gucken wir gleich rein. Und ziehen aus jeder Nachricht das Beste. Jede Nachricht hat nämlich was Positives. Guck mal kurz rein. Hier bei mir ist nämlich meine Freundin. Das kann meistens natürlich nur was Positives sein. Ja, gucken wir mal hier, was sie Positives schreibt. Mach das raus. Oh, ja, schreibt die wirklich hier. Das Bild hier. Das Bild, weil ich ein schönes WhatsApp-Bild reingestellt habe. Mach das raus. So, jetzt zeige ich euch mal mein WhatsApp-Bild. Auf jeden Fall, das ist ein lustiges Bild. Aber egal, was die Freundin sagt, ist ihr Befehl. Ihr Befehl ist mir, was heißt das? Ist ihr Wunsch. Ihr Befehl ist mir, hör ich. Ja, werde ich gleich mal rausnehmen, weil man natürlich als Mann immer zu gehorchen hat. Ja? So ist es mit den Frauen heutzutage immer schön das machen, was die Weiber sagen. Dann klappt das auch mit der Beziehung. Ja, jetzt machen wir den nächsten Satz. Auf geht's hier, gleich hinterherballern und danach nehmen wir das Bild raus. Bevor es Ärger gibt und zu Hause kein Armut auf dem Tisch steht. Ne? So. So, einfach, dann war es das für heute. Ja, den letzten Satz, den könnt ihr euch sparen, könnt ihr euch denken, wie der läuft, genauso wie ihr der vorne. Also, das war's, Leute. Leg Day. Jetzt sind wir durch mit allem. Jetzt nach jedem Beintraining mache ich nochmal so ein bisschen Abwärmphase. Ein bisschen schnelles Gehen oder ein bisschen leicht laufen. Ja, damit man Sauerstoff in den Muskel bekommt und sich vielleicht ein bisschen besser erholt und der Muskelkater nicht so schlimm wird. Wie gesagt, auch für die
wird ein bisschen besser für die Ausdauer allein. Und da fahre ich dann nochmal so 10 Minuten Fahrrad oder auch Laufband hier. Kameramann, guck mal bitte, bis auf da. Guck mal rum, guck mal hier. Jetzt habe ich schon 6 Minuten hier bitte, da, dass du so rumkommst. Da, 6 Minuten habe ich schon drauf. Also 6 Minuten 38 habe ich schon rum. Also laut Rechnung müsste ich dann noch 3 Minuten 22 noch laufen. Richtig gerechnet oder nicht? Ich bin der Mathematik. Nee, das ist Ronny. Das ist Ronny Hoppe, ja. Ronny ist da. Ronny kann dafür nicht so gut Englisch. Ach so. So, jedenfalls sind wir dann gleich durch. Das war's hier vom Leg Day, heute Leg Day. Und ich hoffe, ihr liked, teilt und kommentiert und screenshottet und erschießt und was auch alles immer noch mal machen kann. Weiterschicken und erzählen und Daumen hoch und Daumen runter, was ihr wollt. Hauptsache ihr guckt den Scheiß von mir und abonniert mich. Das ist auch noch wichtig, dass ich viele Abonnenten heute bekomme. Das ist mir gut. Und ja, viel hilft viel. Und damit war es das hier aus dem Black Day und tschüss. Bis nächstes Mal.